In jenem Land güten die Frauen nichts. Hier haben wir das Reden. Die Kriminalität steigt den Favoriten. Es kam wieder in den letzten Tagen zu etlichen Bluttaten. Dominik Knepp von der FPÖ fordert jetzt eine Aufstockung der Polizei in Favoriten. Wir befragen die Bevölkerung dazu. Fühlen Sie sich sicher in Favoriten? Nein, man fühlt sich hier nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, warum tut man die was die Leute umbringen. Und wie es da war jetzt am Wochenende und alles, warum schickt man die nicht nach Hause? Es ist der Gipfel erreicht und die sollen alle heimfahren. Das ist unser Land und nicht einer Land. Die führen sich alle da auf, wie wenn es die Kaiser und Könige waren. Die, was sie angepasst haben, ist kein Problem. Wirklich, es ist der Gipfel erreicht und die Politik soll was tun. Ja sicher, hier ist der 10. Bezirk, beste Bezirk. Hier findest du alles, Araber, Zigeuner, Serben, Deutsche, über alles findest du. Ja, ich fühle mich sicher im Favoriten, aber letzter Zeit, wegen die letzten Zugänge von Ausland, also von Syrien und von anderen Ländern, jetzt im Favoriten noch schlechter, also ist nicht mehr so sicher. Dominik Knepp sagt von der FPÖ, dass man in Favoriten mit der Polizei aufstocken soll. 500 Polizisten mehr. Was halten Sie davon? Man muss aufstocken und dann soll da die Polizei umeinander gehen. Es werden Leute einer gelassen. Man muss das komplett alles wieder zumachen. Die sollen alle heimfahren. Ja, ich bin sogar der Meinung, in ganz Österreich die Polizei aufzustocken, weil nicht nur in Wien ist sie unterbesetzt, auch in vielen anderen Bundesländern. Also